Weiter geht's, wieder mal ein Paket und zwar diesmal ja mehr oder weniger ein Überraschungspaket. Ich habe keine Ahnung, ich gehe davon aus, dass es auch von Amazon Warehouse Deals ist, es war in der Amazon-Packung zumindest. Mehr oder weniger unbeschriftete Plastikpackung, ich bin mal gespannt, ob überhaupt was drin ist. Theoretisch müsste. Und ja, mal schauen, was ich da so bestellt hatte. Ich habe vor allem mehrere hier schon drin und hier ist... Ja, super. Ist das jetzt euer Ernst? Ja. Es ist deren Ernst. Diese Papierpackung für diesen Adapter. Wow. Großes Kino, Amazon. Großes Kino. Gut. Holen wir direkt die nächste Packung. Hoffen wir, die ist interessanter. Hier ist sogar ein Aufkleber drauf. Amazon Warehouse Deals Gedönses. Der war auch offensichtlich schon mal offen. Und schauen wir mal, ob hier etwas Größeres drin ist. Ah, das sieht gut aus. Da ist schon mehr drin. Tada! Das hier, das ist ein wunderbares Beispiel chinesischer Wir probieren mal was Kunst. Und zwar Hintergrund. Ihr kennt wahrscheinlich PCI Express. Das ist das Zeug, womit die Grafikkarten und so laufen. Naja, das sind im Prinzip serielle Leitungen und die sind so gebaut, dass sie auch Fehler ausgleichen können. Da geht zwar die Bandbreite runter, aber das Ding bricht nicht zusammen. Das kann man so weit treiben, dass man tatsächlich dann irgendwie über so ein USB-Kabel oder ähnliches PCI Express macht. Und genau das macht der hier. Der ist ein PCI Express Kabel. Hier fehlt da was. Ah, da. Da ist das Teil. Das hier ist ein PCI Express Adapter. Und zwar läuft das wie folgt ab. Wir haben diesen kleinen Adapter hier, PCI Express einfach. Der kommt in den PC rein. Und ihr seht, da ist eine USB-Buchse drauf. Nur in Wahrheit ist das kein USB. Das hier sind einfach die Leitungen für einen PCI Express, die auf die USB-Buchse gelegt sind. Also keine USB-Geräte reinstecken, sondern wirklich nur das Ding, was dabei ist. Dann nimmt man dieses USB-3-Kabel hier, weil hat halt genug Pins. Das kommt hier rein in den PC. Jetzt kann man die andere Seite holen. Steckt das hier rein und hier hat man jetzt einen Slot, wo man seine Grafikkarte, Netzwerkkarte, was auch immer reinstecken kann. Ja, dazu gibt es dann noch diesen wunderbaren Adapter hier. Das ist auf der einen Seite dieser 6-Pin PCI Express Stecker, auf der anderen Seite ein SATA Stecker. Der soll den Strom liefern. Tipp von meiner Seite, nicht benutzen, das geht schief. Die SATA Anschlüsse sind nicht dafür ausgelegt, so viel Strom zu ziehen. Also eine Netzwerkkarte, eine einfache oder so, wird hier drin funktionieren. Aber spätestens, wenn er an High-Performance-Netzwerkkarten kommt oder gar Grafikkarten, die ziehen definitiv zu viel. Euch brennt das Ding ab. Also nicht benutzen. Allgemein ist das hier natürlich eine sehr bescheuerte Idee. Ich habe sogar in noch weiteren Varianten gesehen. Also ich habe hier so einen ähnlichen Adapter gesehen. Der nutzt da nicht ein USB-Kabel dazwischen, missbräuchlich als Verbindung, sondern HDMI. Ja. Okay, gut. Ich habe mir das Ganze geholt, weil, hey, so kann ich meinen externen PCI-Stecker bauen, PCI Express, und kann so Karten ausprobieren. Das ist bei mir manchmal schon mal ganz hilfreich. Ob so eine gute Idee ist, steht natürlich woanders. Prinzipiell, das ist alles abwärtskompatibel. Das heißt, wir haben jetzt ja nur einen PCI Express-Einfach-Slot. Wenn wir jetzt hier eine PCI Express-Vierfach-Karte oder sowas reinstecken, die sollte trotzdem funktionieren, halt dann mit reduzierter Leistung, weil nicht so viele Daten gleichzeitig drüber kommen. Aber es sollte theoretisch gehen. Ja, ansonsten, was haben wir überhaupt noch hier? Das dürfte, ja, das sind 3,3 Volt Regler. Das hier schätze ich dann ein 5 Volt Regler. Und ja, nicht viel zu sagen. Es war halt günstig da zu haben und holen wir es mal mit. Wer weiß, wofür man das alles noch brauchen kann. Na gut, ich packe das mal in die Kiste bei den Dingen, die schlechte Ideen sind, aber eventuell mal ganz hilfreich sein können. Last but not least haben wir noch einen, der ist sogar beschriftet. Eliduino Dust Sensor. Ja, wir hatten ja schon öfter so Feinstaubsensoren. Die kosten normalerweise so um die 10 Euro, glaube ich. 10, 15 Euro. Ja, der hier ging gerade irgendwie für 2 Euro. Ist ein anderes Modell, aber für 2 Euro hole ich es mit. Gucken wir einfach mal, was wir so kriegen. Der ist ja sogar noch original verschweißt hier. Boah. Ja, ich glaube, bei dem brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ich
glaube nicht, dass die den neu eingeschweißt haben, finde ich. Würde mich jedenfalls wundern. Wir haben einen Kondensator dabei, der einen Widerstand und diesen Adapter hier, diesen Sensor hier. Okay, interessant. Wir haben auf jeden Fall das passende Kabel dabei. Das müsste dann hier reinkommen. Und ja, scheint zu passen. Allgemein, ah doch, hier hinten ist die Bezeichnung. Es ist ein Sharp GP2Y10. Ich hatte schon gesehen, ich glaube Adafruit hat die auch im Verkauf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir da auch eine vernünftige Anleitung zu finden. Ich hatte mal grob drüber geschaut, bevor ich es bestellt hatte. Also es scheint da irgendwie eine Arduino-Library zu geben. Hat irgendwie mehr Kabel. Ich meine dafür, ups, du bleibst da. Dafür ist auch dieser Widerstand und der Kondensator, der mir hier schon abhanden kommt. Man muss das Ding irgendwie beladen mit einer gewissen Last, ansonsten kann da böse Dinge passieren. Aber ja, hey, frisch verpackt, kann man nichts zu sagen. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding war schon mal offen. Aber anscheinend nicht. Ja, so können wir es benutzen. Wunderbar. Verpacken wir. Und irgendwann gucke ich dann mal, ob ich aus den ganzen Dust-Sensoren da mal was gebaut bekomme. Da ist noch jede Menge in der Warteschleife, wo ich immer noch nicht weiterkomme. Aber ja, irgendwann wird es schon.